Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir diese schöne Blümchen machen. Die sind auch aus Geschenkpapier gemacht. Aus dem wir auch unser Kranz gemacht haben. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Zuerst brauchen wir natürlich unsere Schablone. Die habe ich auch schon mal vorbereitet. Und wir machen unsere drei Blümchen in verschiedenen Größen. Aber dafür brauchen wir nur eine Schablone. So, habe ich hier auch alles aufgeschrieben, wie viele Blätter für welche Größe wir dann brauchen, für unser Blümchen. Das ist dann die Größe für unsere große Blüte hier. Ausschneiden, zusammenfalten, dann so ein halbes Herzchen malen und ausschneiden. Das ist für die mittlere Größe. Genau das gleiche. Ausschneiden, zusammenfalten, halbes Herzchen malen. Dann haben wir Nummer 2 und das ist die Nummer 3. Und wieder zusammenfalten, Herzchen malen, ausschneiden und das ist dann die Nummer 3. Dann brauchen wir noch 2 Kreise, einmal 6 cm Durchmesser und einmal 4,5 cm Durchmesser. So. Das ist hier nochmal, damit ihr alle besser sehen könnt. So, wenn wir unsere Schablone ausgeschnitten haben, schneiden wir dann unsere Blätter raus. Ich habe hier schon was vorbereitet. Ich zeige dann euch, so werden dann unsere Blumen aussehen. So. Wir machen dann jetzt zusammen die große. Die ist so richtig schön und das glitzert auch so wunderschön. So. Für große Blume brauchen wir von allen dreien 6 Blätter. Ich habe schon alle ausgeschnitten. So, ja, bevor ich das vergesse, und wir brauchen noch für unsere Mitte, die wird dann so aussehen, Streifen. Einmal 60 cm lang und 3 cm breit. Einmal 60 cm lang und 2,5 cm breit. Und noch ein 60 cm lang und 2 cm breit. So, wenn wir unsere Blätter ausgeschnitten haben, dann sehen sie so aus. Und dann brauchen wir hier so einen Schnitt, damit wir die auch ein bisschen enger machen können. Ich mache das so. So etwas zusammenfalten, aber nicht so doll knicken. Dann da ein Knick und dann haben wir da schon unsere Mitte. Und hier habe ich 3 cm geschnitten. Für die mittlere Größe habe ich dann 2 cm genommen. Und hier für so ein kleines habe ich 1,5. So ganz klein. Und erstmal müssen wir dann natürlich unser Öhrchen machen hier.
nehmen wir so eine Schere mit einer scharfen Kante und einfach vorsichtig Öhrchen biegen. Und dann alle Blätter machen wir das so. Und jetzt müssen wir die kleben. Ich prüfe dann immer, ob das vielleicht, entweder ist das dann zu wenig oder ist das zu viel. Prüfe ich das immer, ob das dann so gut ist und das dann passt. Und dann nehme ich meine Heißkleberpistole. Mache ich dann hier so ein kleines Tröpfchen und klebe ich dann ungefähr 1 cm. Ja, das wird ungefähr 1 cm sein. Und dann mache ich dann alle meine Blätter so. Und immer gucken. Papier ist diesmal ziemlich dick sozusagen, deswegen tut das auch dann nicht so weh, wenn Heißkleber dadurch ein bisschen kommt. So, jetzt haben wir alle unsere Blätter fertig. Ich sortiere die immer nach Größen, damit das dann besser zu greifen ist. Mein Kreis habe ich auch schon ausgeschnitten. Jetzt können wir kleben. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr dann sagt, ja, ich möchte aber nicht sofort kleben, weil ich ja nicht weiß, ob das dann so gut ist, könnt ihr erstmal sozusagen so trocken auflegen und dann ein bisschen gucken. Das sind ja 6 Blätter und so ziemlich klein. Dann passt das ja so mit den Fingern, ob das dann so für euch gut ist oder nicht. Aber ich denke mir mal, das wird alles so gut passen. Erste Blatt. Ich klebe dann immer nur eine Seite. Nämlich, damit es dann am Ende die Reihe besser aussieht. So. Ein bisschen Abstand hier. Hier lasse ich erstmal frei. So, die Nummer 2 kommt ungefähr hier zur Mitte. Dann klebe ich alle meine Blätter so. Geht auch ganz schnell, weil die Blümchen ja so ziemlich klein sind. Braucht dann auch nicht so viel Platz. Nicht Platz, sondern Zeit. Und jetzt Blatt Nummer 6, komplett mit Kleber. Und dann schiebe ich den einfach drunter und klebe erstmal. So wird dann die ganze Reihe so gleichmäßig. Oh, meine kleine Madame ist heute unzufrieden. So, erste Reihe haben wir jetzt fertig. Zweite Reihe. Nehmen wir dann mittlere Blätter und jetzt werden wir da so kleben, dass wir dann diese Lücken hier schließen. Könnt ihr auch erstmal gucken, wie ihr dann kleben würdet. Das wird wahrscheinlich dann auch so hier bis zur Mitte sein. Da fange ich dann auch so an, dass ich eine Ecke freilasse, damit ich dann wieder Blatt Nummer 6 drunter schieben kann. Und so werden dann unsere Blümchen alle geklebt. Hier würde natürlich auch schon 5 Blätter reichen. Aber ich möchte das ein bisschen üppiger haben. Deswegen nehme ich dann trotzdem 6.
so wieder drunter geschoben hier. Und jetzt kann ich dann die Ecke kleben. So. Die Reihe Nummer 2 ist auch fertig. Jetzt bleiben uns dann hier nur kleine Blättchen. Und dann werden wir die genauso kleben. Aber da ist ja weniger Platz jetzt ist in der Mitte, dass wir die irgendwie dann so kleben werden. Wieder eine Ecke freilassen. Müsste nicht, ich mache das immer so, weil mir das so besser gefällt, weil ich dann finde, dass die Reihe dann irgendwie ebenmäßiger aussieht. Deswegen mache ich es so. Müsst ihr nicht. So, jetzt haben wir den Blatt Nummer 6. Wieder hier drunter schieben. So. Und die Ecke wieder kleben. So, jetzt ist unsere Blume fertig. So sieht sie dann aus. Jetzt brauchen wir natürlich unsere Mitte. Die sieht dann so aus. Dafür habe ich dann für die große Blume, wie gesagt, einen Streifen abgeschnitten, 60 cm lang und 3 cm hier breit. Dann habe ich meine Schere genommen, so eine Kräuterschere, die hat ja mehrere Klingeln hier und das ist dann super gut. Und dann habe ich die dann, meinen Streifen dann so geschnitten. Ihr könnt natürlich auch ganz normale Schere nehmen, das ist auch gar kein Problem. Aber immer aufpassen, dass man das nicht dann hier durchschneidet. Und dann werden wir sie einfach hier aufkleben, einfach drehen, aber müssen wir aufpassen, dass wir dann mit der glitzernde Seite sozusagen nach innen kleben, weil wenn wir die dann fertig haben, immer mit Heißkleberpistole etwas drauf geben und dann kleben, damit dann unsere Glitzerseite dann nach außen guckt, wenn wir dann fertig haben. So, jetzt hier in der Mitte Kleber geben. Und in die Mitte setzen. Ein bisschen festdrücken, damit die auch richtig schön sitzen bleibt. Und jetzt ist unsere große Blume schon fertig. Unsere mittlere Blume, die habe ich schon fertig gemacht. Die habe ich dann aber so gemacht. Hat auch 3 Reihen, so auch wie die große, nur für die mittlere Blume habe ich dann die mittlere Schablone hier genommen und habe ich die aber dann 12-mal ausgeschnitten und von den kleinen nur 6-mal. Das heißt, erste Reihe, 6 mittlere Blätter. Zweite Reihe, auch 6 mittlere Blätter kleben und dann im Anschluss die kleine Reihe, 6 von den kleinen. Dann brauchen wir einen Streifen 60 cm lang und 2,5 cm breit. Machen wir dann auch unsere Mitte. Kleben wir alles mal mit Heißkleberpistole. Und dann reinsetzen. Ein bisschen auseinanderdrücken. Das ist unsere Blume Nummer 2. Und unsere kleine Blume, die sieht sehr süß aus, weil die ja so klein ist. Und für die Blume Nummer 3 habe ich nur
unsere kleine Schablone gebraucht. Und davon habe ich auch 12 mal ausgeschnitten. Auch wie immer hier 1,5 cm Schnitt gemacht. Auch so ein bisschen geklebt, müsst ihr gucken. Wenn ihr sagt, ja, ich möchte das ein bisschen flacher, ein bisschen weniger kleben oder ein bisschen höher, dann etwas mehr hier in der Mitte kleben, damit es steht. Und das sind das hier nur 2 Reihen. Erste Reihe 6 Blätter und die zweite Reihe auch 6 Blätter. Und dann brauchen wir noch unsere Streifen hier. 60 cm lang und 2 cm breit. Auch mit der Schere wieder. Hier unsere Streifchen schneiden. Dann mit Heißkleberpistole zusammenkleben und in die Mitte setzen. Und so haben wir schon unsere 3 schöne Blumen gemacht. Die finde ich wundervoll. Die glitzern so schön. Die sehen ja auch sozusagen so wie Eisblumen. Kann man schon so sagen. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich dann davon ein Bild mache. Dafür habe ich hier einen Kunststoffrahmen gekauft bei Teddy. Gibt es den? Und habe ich die dann drauf geklebt. Erstmal die 3 Blumen. Könnt ihr andersrum machen, so wie ihr wollt. Nach der Größe könnt ihr auch selber entscheiden, was für Größe ihr nehmen möchtet. Und dann habe ich ja solche Blätter ausgestanzt. Ich habe ja eine Stanzmaschine und Schablündchen dafür. Und habe ich noch so diese Kunstblätter gekauft. Die gibt es auch bei Teddy. Habe ich die dann abgeschnitten und hier auch noch mitgeklebt. Aber wenn ihr sagt, ja, solche Blätter habe ich ja nicht und Schablone habe ich auch nicht, das ist auch gar kein Problem alles. Ihr könnt ja auch selber Schablonen machen. Einfach Blätter ausschneiden oder zum Beispiel Kinderbücher, da gibt es auch immer so viele Blätter. Kann man die alle abpausen und einfach dann ausschneiden, ist auch gar kein Problem. Ein bisschen dann vielleicht noch mit einer Schere hier, zeige ich euch, so zum Beispiel auf einem Blatt, wenn der ausgeschnitten ist, so ein bisschen Struktur machen. So, und dann geht das auch. Muss man nicht unbedingt Schablonen kaufen oder Stanzmaschine, wenn man nicht so viel bastelt, das ist ja auch dann nicht nötig. Und so habe ich dann mein Bild gemacht. Ich finde ihn sehr schön. Müsst ihr auch nicht so viele Blätter kleben, so wie ich hier, aber ich wollte das ein bisschen so pushiger haben, ein bisschen glamouröser sozusagen. Und so haben wir dann aus unserer nur eine Schablone sozusagen, haben wir jetzt 3 Blumen gemacht. Wenn ihr sagt, ja, ich habe da ein bisschen Angst, erstmal zu kleben, schon sofort mit diesem Papier oder so, ist ja auch kein Problem, mache ich auch nicht sofort. Wenn ich mir meine Schablonen gemacht habe, dann weiß ich ja auch nicht, ob das passt, ob das dann gut aussieht, ob das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mache ich mir dann immer erstmal aus ganz normalem Druckerpapier in Weiß solche Prototypen sozusagen. Und dann gucke ich immer, ob das alles so passt. Ist ja auch eine gute Alternative. Wenn das passt, dann habt ihr noch mehr Blümchen, könnt ihr noch was Schönes dekorieren. So sehen die zum Beispiel in Weiß aus. Finde ich auch sehr schön. Kann man auch irgendwo etwas dekorieren, auch ein Bild machen oder als oder zum Verschenken oder auch zum Geschenke dekorieren. Auf einen Schachtel passt auch wunderbar.
So, da sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, dass die Idee euch gefallen hat. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.